hält, es wäre auf jeden Fall mir zuzutrauen. So. Sieht so aus. Hier sind auch noch zwei drin. Was mache ich hier eigentlich? Nehmen wir erstmal die beiden. So. Kisten. Irgendwo hat man Kisten drin. Hier. Dann lass mal wieder davon Stack rein. Stellen wir das doch alles hier weiter zu. So. Und jetzt steht auch unser, ich sag mal, gegossenes Haus bald endlich da, wo ich es eigentlich ursprünglich haben wollte, an der Küste. Ist ein Loch drin. Wir haben aber noch ein bisschen Kies auf der anderen Seite, daher kein Problem. Hier haben wir auch noch ein bisschen Kies. So, einen da. Ein bisschen den Kabel hier mitnehmen. So. Dann machen wir mal weiter mit dem Projekt, alles auf einer Ebene. Und hauen erstmal alles weg, was höher ist. Sind das Löcher? Habe ich aber viel reingehauen. Zack, zack. Na, du musst weg. So. Ah ne, auf der Ebene wollen wir alles erstmal. Also wie man sieht, viel ist es jetzt nicht mehr. Danach kümmern wir uns um die Gänge. Das wird, denke ich, auch nochmal so 2-3 Folgen dauern. Inklusive Unterbrechung durch den Postboten. So, desto höher wir kommen, desto höher ist auch die Chance, dass wir hier schon direkt fertigen Eisen bekommen. Das heißt, dadurch sparen wir auch noch ein bisschen Kohle. Großteil muss allerdings weiterhin immer noch gebrannt werden. Das heißt, wir werden jetzt in naher Zukunft etwas mehr Komfort erfahren. Allerdings auch nicht 100%, höchstens 75%. So. Wie sieht's eigentlich aus? Haben wir den schon wieder? Ability refreshed. Okay, dann gehen wir mal von der Seite hin. Jetzt hauen wir doch wieder in die unteren Ebenen mit rein, damit wir einfach möglichst große Bereiche hier haben. Level 500 ist übrigens auch schon eine tolle Sache, muss ich sagen. Zack, 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 zack. So. Der hat's gebracht. Der hat uns hier die komplette Küste quasi schon mal so planiert, dass wir einfach nur noch eine Reihe weghauen müssen. Das ist doch schön. So, jetzt würde ich sagen, wir tragen es einfach von hier aus ab. Wird halt noch ein Stück breiter dort. Da ist dann noch Kies mit drin. Den haben wir gerade übersehen, der da in der Luft hing. So, den Kies, den lassen wir erstmal. Da ist noch Eisen. Dann machen wir doch erst den Kies weg, denn sonst könnte es passieren, dass wir beim Eisen leichte Probleme kriegen, dass das Wasser dort da nicht gerade wird und wir ausdingsen müssen. Und das möchte ich eigentlich an der Stelle dann vermeiden, wenn wir da schon irgendwas rausrupfen. Man weiß ja auch nicht, wie tief das mit dem Eisen wird. Nicht tief. Hätte mehr sein können, sagen wir es so. So. Ups. Ich habe übrigens noch keinen Plan, wie weit wir Inlandinnern ausbauen wollen. Also ich hatte ursprünglich mal so den, ich sag mal, abschließenden Plan.
dass es irgendwann dort aufhört, wo unser Basislager 2 steht. Da, wo wir letzte Mal schon Holzfarmen waren. Passt, es wird dunkel. Und wir haben das Inventar voll. Ja, guckt mal, das kriegen wir doch jetzt an einem Tag, an einem Minecraft-Tag weg, oder? Scheiße. Ja. Man hätte auch den einfacheren Weg nehmen müssen, allerdings dafür 2 Meter mehr laufen müssen. So, danach kümmern wir uns um den Gang. Sobald der Gang dann fertig ist. Ich glaube, in erster Linie kümmern wir uns mal darum, dass man hier auf normalem Weg hinkommt. Habe ich auch noch keine Idee. Irgendwie. Ich finde das schön, dass wir jetzt quasi an der Küste trotzdem noch unsere Abflusswege hier behalten. Das hat irgendwie was, dass wir die quasi nicht jetzt sagen, ja komm, verzichten wir auf den Abflussweg und machen das dann komplett bis zur Mauer, sondern wir behalten den. Ja, das Einzige, was wir bisher wirklich weggerissen haben, das waren immer wieder die Tierställe. So. Ups. Was heißt an einem Tag? Das kriegen wir fast schon mit einem Gigabrecher weg. Wäre die scheiß Strömung nicht gewesen, hätten wir das hier noch komplett weggekriegt. Und damit haben wir jetzt, ich sag mal, großflächig die beiden Ozeane oder vielmehr Seen hier verbunden zu einem Ozean. Also quasi das, was ich schon immer eigentlich vorhatte, dass wir hier einen kompletten Wasserweg haben, haben wir jetzt quasi fertig bekommen damit. Miep. Ach, legen wir einen Cobblestone mal rein. So, jetzt brauche ich meinen Eimer für die Ecken. Und gerade hier. Doch, geht so. Ist komplett. Ja. So habe ich mir das eigentlich immer vorgestellt. Der Turm mitten im Wasser. Ich kipp mir mal noch ein bisschen was von dieser Zuckerplörre ein. Anders kann man sie wirklich nicht nennen. Und jetzt brauche ich jede Menge Rohholz erstmal. Und den Berg haben wir ja versprochen, erstmal freizuhalten. Das Versprechen werde ich auch halten. Zumindest die nächsten, ich sag mal, 1, 2 Jahre, bis dieser Berg irgendwie das einzige freie Objekt in der näheren Umgebung ist. Dann werden wir dann doch notgedrungen was drauf pflanzen. Die Fackel nehmen wir mit. Kann man immer mal gebrauchen. Den Eimer brauchen wir nicht mehr. Cobblestone brauchen wir auch nicht mehr. Dreck brauchen wir nicht. Wir brauchen Holz. Haben wir noch einen Diamanten? Sehr schön. So. Und so höher wir kommen, desto weiter geht auch die Reparatur. So, den können wir auch wieder freilaufen lassen. Der teilt sich jetzt unten so ein bisschen hoffentlich auf, wenigstens. Zumindest annähernd trifft er jetzt auf die Cli auf die auf das Riff. Ja, das haben wir. Das gefällt mir. Das haben wir recht schön gestaltet, muss ich sagen. Dort in der Mitte fehlt vielleicht noch eine Fackel, aber das machen wir später irgendwann so. Ich brauche nur Eiche. Übrigens, im Snapshot immer noch kein neues Holz drin. Ich habe langsam die Befürchtung, dass es kein neues Savannenholz, dunkles Holz. Und was war das noch? Das dritte? Na gut, Redwood-Holz, darauf kann ich verzichten. Aber ich habe langsam das Gefühl, die behalten wirklich das normale Holz bei und machen kein neues. Lol, jetzt fallen sogar schon Blätter runter. Ah, stimmt, ich muss mich ja beeilen.
So, zack. Zack, das ist neu, dass ein bisschen Laub runterfällt. Das haben sie wahrscheinlich heute reingepatcht. Ich habe eine neue Version drauf. Und von daher gibt es einige neue Funktionen vielleicht bei MCMMO. Irgendwie auch so eine Call-Horse-Funktion, aber die habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Habe ich erstmal so auf den Server gepackt. Wäre für uns vielleicht ganz praktisch, dass wir damit irgendwie ein Pferd callen können. Nur dazu müssen wir, glaube ich, Taming. Ich glaube, das hängt vom Taming ab. Und da haben wir momentan noch eine Null stehen. Warte mal. Slash Taming. Gott. Wo fängst du denn an? Beastlore, Bone, Inspected Ocelot. Critical, bla bla bla. Damage Bonus für Tiere. Damage Reduced für Tiere. Holy Hound. Healed and Magic Potion. Nee, damit hat's irgendwie Spells. MCMMO. Gibt's da auch ein Help? Ach so. Help. 2. Hä? Hat das nur eine Seite? Vielleicht muss ich den Befehl auch erstmal freischalten. Naja, egal. Lassen wir's. Eine Brücke haben wir ja auch, die uns ins Festland führt, dort. Ich denke mal, sobald wir an allen Ecken Wasser haben, kommen da noch ein paar dazu. 2 Stacks Holz, ist doch schon mal eine nette Beute. Ne, 3, oder? 2,5. Oder 2 3/4. Hier hat man Lava gehört. Wenn wir wieder Lava brauchen, können wir dorthin gehen. Und drumherum möchte ich auch ein paar Motto-Inseln machen. Also ein Pilzbiom, das hatten wir ja vor, eigentlich ganz drumherum zu legen. Da werden wir nur ein kleines Inselchen uns bauen. Dann mit dem neuen Boden diesen. Wie heißt das Zeug jetzt? Keine Ahnung, hab ich vergessen. Hier diesen Boden aus den Redwood-Biomen. Da werden wir uns auch ein kleines Biom raus, ein kleines Inselchen bauen. Ein Dschungelbiom hatte ich mir vorgestellt. So. Na, ups. Das ist uns auch schon lange nicht mehr passiert. Dass ich beim Holzernten so schnell runtergehe, dass sich die Windows-Leiste öffnet. So. Woodcutting auf 288. Auch nicht schlecht. Ich weiß, wir haben letzte Mal ordentlich Holz eingelagert, aber das ist ja für die Zeiten, wo wir dann wirklich den Snapshot dann spielen wollen. So. So, ich glaube, das reicht erstmal. Haben hier auch einiges abgeerntet. Dann schwimmen wir mal rüber. So. So. Treppen sind da. Den Boden machen wir komplett aus Cobblestone. Ich bin da ja doch etwas pingeliger. So, hier ist die Haupthalle. Hier. Hier dieser Mittelstreifen gefällt mir. Soweit gut. Ich muss das jetzt so ein bisschen optisch halt den anderen anpassen. Das ist ja ein Weg quasi. Das heißt, wir machen dann doch die Wände aus Cobblestone. Und finden dabei noch schönes Zeug. Und machen dann den Boden bis zu dieser Verteilerkammer. Den Boden auch aus Cleanstone komplett. Ich habe mir das nochmal überlegt. Wir haben bisher eigentlich immer recht sauber gebaut. Und ich denke, das behalten wir auch bei.